So, herzlich willkommen bei Marius Fliegendose. Endlich ist es mal wieder soweit, das erste Video für 2015. Wir haben lange nichts von uns hören lassen, aber wir hatten unsere Gründe, es war einfach viel zu tun. Und so ein bisschen Zeit und Muße muss man halt auch haben, um Videos zu drehen. Aber jetzt geht es munter weiter in die neue Saison. Und starten möchte ich mit einem SR Baitfish in einer sehr, sehr kleinen Ausführung. Und zwar haben wir hier ein Gamakatsu F314 in Größe 10. Und diese ganze Fliege, die ist mal gerade so 3 cm lang. Und sie imitiert halt wunderbar wirklich die ganz kleinen Brutfischchen, die wir im Frühjahr halt in allen Gewässern in großen Mengen finden. Und diese kleine Brut, die wird dann auch von den Räubern sehr, sehr selektiv gefressen. Und das bedeutet, wenn ihr Fliegen anbietet, die einfach zu groß sind, also größer als die vorhandenen Beutefische, dann werdet ihr viel, viel weniger Bisse bekommen. Und dieser kleine Streamer ist optimal für alle Räuber, egal ob Forellen, Rapfen, Barsche oder was auch immer. Ihr werdet damit einfach eure Fische fangen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Es ist eine sehr einfache Fliege, die eigentlich nur 2 verschiedene Materialien bedarf. Spannen wir als allererstes mal einen Haken ein. So, als Faden verwende ich ein Unimono in Fein. Ein monofiler Bindefaden, in diesem Fall einfach, weil man den in den Materialien nicht mehr sieht. Mit dem Köpfchen, das wir nachher mit einem UV-Kleber gestalten, verschwindet dieser Faden einfach komplett und man sieht gar nicht, dass man überhaupt irgendeinen Bindefaden verwendet hat. Das macht sich unwahrscheinlich gut in den Fliegen. Starte ich hier direkt hinter dem Öhr, mache eine kleine Grundwicklung ungefähr bis zur Mitte des Hakenschenkels, schneide das überstehende Ende ab, dann kommt da ein bisschen Lack drauf. Es ist einfach so, dass dieser Monofaden, der ist zwar, wenn man ihn anspinnt, auf dem Haken immer ein bisschen rutschig erscheint, aber wenn er gut überwickelt ist und auch noch mit ein bisschen Lack gesichert, da passiert wirklich überhaupt nichts. Ich bin jedes Mal überrascht, wie gut Mono-Bindefaden eigentlich funktioniert und ich wundere mich, dass er so wenig Verwendung findet in den Fliegen. Also ich weiß, dass in den USA für viele Salzwasserfliegen ein Monofaden verwendet wird, aber hier in Deutschland hat sie es bisher gar nicht durchgesetzt und ich kann es nur empfehlen, probiert es einfach mal aus. Auch bei Nymphen oder so ein monofiler Bindefaden ist eine ganz interessante Sache. Dann für den Körper der Fliege verwende ich einen Eistab hier in der Farbe Minnow Belly. Und da brauchen wir, wenn wir das Dubbing haben, wirklich nur ein ganz, ganz wenig. Eine ganz mini kleine Portion. Anspinnen. Das ist ja nur eine sehr kleine Fliege und dementsprechend braucht man auch wenig Material. Für den Körper brauchen wir, wie gesagt, nur ein ganz wenig Dubbing. Das ist ganz, ganz wenig, einfach nur um den Haken ein bisschen zu verdecken. Und dann brauchen wir Baitfish Fiber. Ich habe hier die eisblaue Variante und ich brauche wirklich nur ein ganz, ganz dünnes Bündel. Das sind vielleicht 15, 20 Fäden, mehr ist das hier gar nicht, die ich brauche. Das schneide ich am Kabelbinder ab. So, von dem Strang, den ich mir jetzt abgeschnitten habe, der ist jetzt so 19 cm lang, da bekomme ich 4 Fliegen draus. Das heißt, ich schaue, dass ich mir ungefähr ein Bündel rausschneide, das, wenn die Fliege 3 cm lang ist, dann vielleicht eine Länge hat von so 4 bis 5 cm. Den Rest lege ich zur Seite, das kann ich für die nächsten 3 Fliegen verwenden. So, und jetzt habe ich hier mein kleines Bündel und das taper ich etwas, so dass die Fasern nicht alle auf einer Seite gleich lang erscheinen. Es soll ja keine Zahnbürste werden, sondern eine stromlinienförmige Fliege. So, und dann greife ich mir das Material so, dass 2 Drittel nach hinten stehen und 1 Drittel nach vorne. Lege ich das hier oben auf den Haken drauf, mache 2, 3, 4 Wicklungen und schaue dann, dass ich die Fasern so um den Haken herumlege, dass sie nicht nur oben drauf liegen, sondern wirklich sich um den Haken herumlegen. So bekommt das Fischchen nachher eine schönere Form. Und das Bündel, das nach vorne steht, das nehme ich jetzt einfach und klappe es nach hinten um.
und auch so komplett um den Haken herum. Ein paar Wicklungen. Jetzt nehme ich wieder einen Tropfen Lack. Gebe den hier auf das Köpfchen drauf und ein wenig auf den Bindefaden. Und jetzt den Knotenbinder ansetzen. Und dann kann ich in den Lack hinein den Kopfknoten wickeln. Und abschneiden. Und dann ist die Bindearbeit auch schon erledigt. Den Lack ein bisschen antrocknen lassen. Jetzt haben wir hier nicht die Zeit dazu. Ich mache es sonst so, dass ich mir oft von diesen Rohlingen im Grunde genommen ein paar Binde, lege die dann immer beiseite und dann male ich die alle hintereinander an. Und dann werden die auch alle nacheinander mit Augen- und UV-Kleber versehen. Also ich habe hier dann schon ein paar fertig, die habe ich gerade eben gemacht. Sowas dauert nicht lange mit den Techniken hier, das ist ja sehr, sehr einfach gehalten. Kann man wirklich ganz, ganz tolle Fliegen erzielen. Und um das Fischchen jetzt ein bisschen farblich zu gestalten, da ist man sehr, sehr offen. Schaut auf jeden Fall, dass ihr natürliche Farben verwendet. Denn die Brutfische, die sind einfach nicht neonpink und die sind auch nicht fluoreszierend grün oder irgendwie so, sondern die haben alle irgendwelche Brauntöne, Grautöne, Olivtöne und dementsprechend kann man auch seine Fliegen gestalten. Ich verwende hier ein Edding 3000 oder 3300, da muss man schauen, welchen man in den richtigen Farben bekommt. Und mal jetzt so den Rücken etwas tann hellbraunfarben an und gehe da dann nochmal mit Grau etwas drüber, um hier noch so eine etwas dunklere Silhouette hinzubekommen. Und damit die Farbe schön in die Fasern reinzieht, gehe ich mit so einem Klettverschluss, den ich mir auf so ein Metallplättchen geklebt habe, oben über die Fliege drüber. Dann bekomme ich einen schönen Farbübergang von sehr hell vom Bauch. Und dieses Dubbing, das ich vorher eingebunden habe, das fügt sich da jetzt auch richtig mit ein. Das ergibt nochmal so einen etwas helleren Bauch. Ich kann das Dubbing auch in Orange oder in Pink nehmen, dann kann ich damit fast noch so einen Dottersack von diesen kleinen Brutfischchen imitieren. Es sieht auch sehr, sehr gut aus, da seid ihr frei in der Farbwahl, experimentiert etwas. Und jetzt brauche ich natürlich noch ein Auge für die Fliege und da nehme ich solche 3D-Augen. Hier in der Hakengröße 10 reicht ein 3 mm Auge, kommt völlig aus, das ist genau die richtige Größe. Und da nimmt man sich jeweils eins und schaut, dass man die so anbringt, dass sie nicht direkt hinter dem Öhr sind, sondern da kann ruhig noch ein ganz kleines bisschen frei sein. Und was ganz wichtig ist, dass ihr schaut, dass die beiden Augen auch wirklich auf der gleichen Ebene sind und auch also gleich weit vom Haken entfernt und auch auf der gleichen Höhe. Weil sonst schielt die Fliege und das sieht einfach immer komisch aus, wenn man das fertige Muster dann in der Hand hält. Um die Augen zu sichern und die Fliege wirklich festzumachen, arbeite ich hier mit Backbond Original in dem Fall. Es ist ein bisschen dickflüssiger und ich kann damit schön ein Köpfchen modulieren. Gebe hier so ein ganz bisschen oben drauf. Gut ist da, wenn ihr einen rotierenden Bindestock habt, dann könnt ihr die Fliege drehen und einfach überall den Kleber so drauf geben, dass ihr den Kopf optimal formen könnt. So, das schön verlaufen lassen, schön schauen, dass das Backbond optimal verteilt ist. Und dann nehmt ihr einfach die UV-Lampe und härtet den Kleber aus. So 20 bis 30 Sekunden reichen völlig aus. Dann ist der Kleber fest. Da klebt auch nichts mehr nach. Da muss nichts mit Nagellack oder irgendwelchen Sachen überzogen werden. Wer Backbond benutzt und die original Backbond-Lampe benutzt, der braucht die Fliege danach nicht mehr behandeln. Weder mit Nagellack noch irgendwie mit Alkohol abziehen, weil da eine Klebeschicht überbleibt oder so. Wer Komponenten verwendet, die zusammenpassen, der erhält eine perfekte Fliege.
Und da bedarf es keinerlei Nachbearbeitung eigentlich mehr. Ja, und so einfach und so schnell geht's. Die Fliege ist fertig. Ihr seht, das ist ein wunderschönes Taper. Ihr habt so eine kleine Tropfenform. Also vorne ist die Fliege ein bisschen dicker, nach hinten läuft sie dünner aus. Es ist ein bisschen Glanz drin und die Fliege spielt unwahrscheinlich. Und dadurch, dass die kürzeren Fasern ja nach hinten umgeklappt sind, tailt die Fliege auch nicht ein. Also die läuft wirklich einwandfrei, spielt hervorragend und die fängt so richtig, richtig gut. Und ich zeige euch hier nochmal andere Farbvarianten. Hier ist so eine olivene Variante mit etwas Lila drin als Dottersack. Oder hier in der dritten ist es, glaube ich, ach ja, in der hier. Versucht jemand in den Fokus zu bringen. Da ist so ein bisschen oranges Tubbing mit drin. Also ihr könnt da wirklich variieren und spielen und erhaltet wirklich ganz, ganz tolle Muster. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbinden und vor allem fangt einen richtig großen Fisch damit. Bis dann, euer Mario.